Ei, gute wie, Hofbergmann 1,5, LS22. Und ja, wir müssen Feld 5, müssen wir noch fertig machen. Da muss noch ein bisschen Dünger drauf. Die Gülle hat nicht gereicht. So, Dünger haben wir noch drin. Das ist hervorragend. Warte mal, dann mache ich hier schon wieder. Da. GPS schon wieder an. Dann gehen wir nur mal gerade auf automatische Breite. So, das können wir noch ein bisschen hier rüber schieben. Und ja, man sieht ja den hellen Fleck. Da war ein bisschen Bahn, wo die Gülle schon leer war. Ich hatte es noch fertig gegrubbert. Da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen was draufwerfen. Aber ansonsten hier sehen wir, das passt genau. Eine Bahn. Passt genau mit der Arbeitsbreite, die wir haben. Da. Und ja, die anderen Felder, nachdem wir sie geerntet haben, werden wir dann natürlich alles hier mit Granulatdünger machen müssen. Oder eben, dass wir uns dann vielleicht einen Miststreuer mal leihen können. Aber jetzt war mir Kontostand auf jeden Fall zu niedrig, um das noch zu machen. So, da. Fertig. Kann der GPS aus und wir lassen der Helfer da noch ein bisschen grubbern. Derzeit kann ich ja mal den Traktor waschen. Ach ja, das war ja schnell fertig. Nee, so, wir gucken mal, was ich in der Zeit noch machen könnte. Meine, was wir eigentlich auch schon länger nicht mehr gemacht hatten. Gut, wir müssen auch nicht. Unsere Pferde sind ja keine Sportpferde, aber wir könnten ein bisschen Pferdchen ausreiten. Da würden wir in der Zeit zumindest auch wieder ein bisschen was gemacht kriegen. Das wäre so eine Möglichkeit. Ansonsten, ich weiß gar nicht. Gut. Helfer arbeitet. Lena. Die Lena macht das. So, lalalala. Ansonsten, wir könnten auch mal bei der Mühle vorbeifahren und könnten mal gucken, wie viel Mehl denn da schon fertig ist. Wobei das Geld jetzt für den Bäcker sowieso noch nicht reichen würde. Also wir könnten mit dem Mehl gerade noch nichts anfangen. Weshalb dann also, außer er wäre vielleicht schon komplett fertig, dann ja, könnte man überlegen. So, lass zu. Dö. Wir gucken erstmal in der Übersicht. Wie sieht's denn aus? Oh, hier, Pferde ist fertig. Das können wir deaktivieren. Kaninchen, oh, 3 Liter noch. Schweine sind noch 6 Liter. Geht noch ein bisschen was. Ja, hier Rind, Pferd, 1 Liter, 1 Liter. Das sind wieder diese Rundungsdinger. So, Apfelwein. Boah, hat fast schon wieder ein Fünftel Fass. Und das ist dann schon unser drittes.
Marmeladenkocher ist auch noch dran. Da haben wir das Mehl. Oh ja, da ist ja, boah, da ist ja doch noch gut was drin. Aber ich glaube, die Sackausgabe, die ist voll, weil die Säcke, die müssten deutlich kleiner sein. Also lass uns mal vorbeifahren, uns das mal angucken. Wir werden jetzt keine Säcke dort mitnehmen, denn ich wüsste gerade nicht, wo wir die. Oder wir könnten sie auf die Britsche. Wir haben doch da hinten die Britsche. Da könnte man welche drauflegen. Die brauche ich jetzt gerade vorher nicht. Die wäre frei. So für so ein paar Säcke ist das doch super. Und wir können ja, warte mal, wir fahren hier raus und dann machen wir mal kurz beim Bäcker halt und gucken mal, was der kostet. Wie lange wir da noch stricken müssen, bis wir genügend Wolle zusammen haben. Dann lass uns da doch mal gucken. Muss auch noch mal gucken. Ich glaube, wir mussten hinten in die Backstube reingehen zum Kaufen, ne? Ach so, ich hatte gar kein Licht an. Grüß Gott. Wollt mal mit dem Bäcker reden? Hallo, Produktion kaufen, genau. 12.000, boah, die könnten wir uns gerade so leisten. Nee, könnte man nicht. Der Helfer hat schon wieder zu viel Geld abgezogen. Nee, könnten wir doch nicht. Ist gerade noch nicht drin. Aber wir holen uns jetzt auf jeden Fall ein paar Mehlsäcke ab. Ich denke. Ich denke mal, das sollten wir hinkriegen, dass wir Juni 2, allerspätestens im Juli uns das dann kaufen. Dann können wir noch ein bisschen Brot erzeugen. Licht noch an. Und ja. Wenn wir jetzt wirklich Lust hätten, ein bisschen Ausflug zu machen, dann könnten wir auch noch zum Schlachthof hochfahren und könnten mal gucken, was da an Paletten schon fertig ist. Aber ich weiß nicht, haben wir Lust da jetzt hochzufahren? Ich glaube, wir warten, bis die anderen Produktionen auch fertig sind. Ja. Da war ja was, Kaninchen und Schwein war noch am Laufen. Wir warten, bis das auch noch fertig ist. Und ich muss mal gucken, wann die Kartoffelernte ist. Ich habe ja da so ein bisschen Gras drumherum. Da hätte ich nämlich gesagt, das Gras, entweder striegeln wir uns das runter, was aber natürlich eigentlich nicht so toll aussieht. Fahre ich eigentlich hin? Ich will gar nicht zum Händler. Na komm. Wir fahren hier hinten die Runde rum. Eigentlich müsste man so ein bisschen runter mulchen. Da hätte ich mal Lust drauf. Mal so wirklich hier Vorgewände einmal mit dem Mulcher drüber, damit wir dann an die Frucht rankommen. Oder wir könnten es theoretisch auch untergrubbern. Ja, das gänge natürlich auch. Aber mulchen fände ich irgendwie noch so. Gerade natürlich, wenn wir dann tatsächlich häufiger, also auf dem Feld weiß ich ja nicht. Müssen wir mal gucken. Ich hatte ja überlegt, dann doch noch ein etwas größeres Feld zu nehmen, wo wir dann Kartoffeln anpflanzen. Aber wenn wir da dann häufiger so Vorgewände aus Gras haben, da dann einfach einmal im Jahr niedermulchen oder zweimal im Jahr, einmal vor der Ernte und einmal vor der Saat, das hätte doch was. Und so ein Mulcher, es muss ja kein riesengroßer sein.
Für das bisschen, was wir da im Jahr Einsatz haben. Guck mal, da könnte man der hier, der, genau, den kann man seitlich ausklappen. Den könnten wir also sowohl hinter uns laufen lassen als auch ausfahren. 2,2 Meter, 130 PS. Das heißt, wenn das vom Gewicht her passt, mit 1,2 Tonnen, könnte den sogar der kleine Traktor noch ziehen. Was hat der hier? Gut, 1,4 Meter, das ist schon wieder sehr schmal. Und der hier 3 Meter, 150 PS, 1,9 Tonnen, das wird dann schon langsam für den kleinen Traktor knapp. Kann man den? Doch, der hat hier auch, der hat auch Zylinder, um den hier so ein bisschen seitlich zu verschieben. Vor allem der hier hätte den Vorteil, den können wir. Ich wollte gerade sagen, den können wir vorne oder hinten, können wir das wirklich? Weil der Zapfwellenanschluss ist jetzt nur für vorne anhängen. Kann aber sein, wenn ich den hinten anhänge, dass der sich automatisch umbaut. Das heißt, den könnten wir sowohl vorne als auch hinten betreiben. Eigentlich wäre der nicht schlecht. 9.500 ist jetzt auch nicht so teuer. Und ja, hier die großen, das wäre jetzt übertrieben. Das brauchen wir für das bisschen Nutzen nicht. Aber das wäre noch so eine Überlegung. Hatten einer 100 Liter. Ein bisschen weiter vorfahren können. Warte mal, das machen wir mal noch. Ist doch ein bisschen beengend. Liter, das heißt, wenn ich hier zwei Reihen auflade, hätten wir 800 Liter dabei. Das müsste doch für ein paar Brote dann sogar schon reichen. Bei eine Reihe obendrauf müsste sogar auch noch gehen. Es kommt ja ein Gurt drüber. Da, wir können sogar zwei Gurte. Der hintere, der greift ins Leere. Oder ist doch hier die Britsche, ist da doch super für. Ich weiß gar nicht, die konnte man auch noch anders konfigurieren. Wo war denn die? War die unter divers? Da ist er. Meine, wir haben die jetzt so. Ich weiß gar nicht, ob wir haben wir Metall oder hatte ich Holz. Ich glaube, wir hatten Holz, ne? Aber guck mal hier, die gibt es sogar noch als Gitteraufbau. Dann fällt das da so seitlich nicht so schnell raus. Da kann man vielleicht sogar. Das ist auch generell ein bisschen höher. Da wird ein bisschen mehr drauf gehen. Ja, hier Viehtransport, das brauchen wir nicht. Für Viehtransport haben wir was anderes. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Aber das wäre mal die Überlegung, das so als Gitterbox noch zu nehmen. Hinten die Türen, das sind Flügeltüren, die kann man aufmachen. Und das ist aber seitlich ein bisschen gestützter. Wird hier die dritte Reihe, würde ich jetzt gerade nur drei Säcke machen. Die Lena ist fertig. Muss man dann mal gucken, ob sie wirklich fertig ist. Oder ob sie uns bescheißen will. So. Wir könnten zwei hier hinten noch quer. Geht das? Ja. Das geht.
Kriegen wir da nochmal zwei drauf? Ja, aber ich glaube, eine dritte machen wir da nicht mehr. Da muss ich mit dem Mehlsack schimpfen, wie sonst mit meinen Katzen. So. Ja, ich würde sagen, da haben wir jetzt wirklich ein bisschen Mehl geladen. Das passt doch. Das ist sogar ein Foto wert hier. So. Mehl geladen. Habe ich schon einen Titel für die heutige Folge? Wäre doch vielleicht auch ein Titel. Mal 1500 Liter Mehl, das ist doch schon mal was. Wie gesagt, die Britsche dann vielleicht mal als Gitterbox generell für so Sachen zu transportieren, fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Den seitlichen Halt. Da könnte man damit, könnte man theoretisch dann auch die Malzsäcke abholen. Wobei, da haben wir ja im Moment genügend auf Lager. Ich weiß auch gar nicht, ob wir überhaupt beim Malzwerk noch welche haben. Oder hatten wir alles abgeholt? Und das ist alles auf Lager drin. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall noch einen guten Moment reichen. Es war so erst so der Schock. Oh, geht doch ein bisschen Malz weg. Aber ja, wir sehen ja, wir müssen den Maischebottich gar nicht so viel laufen lassen. Von dem her ist doch erträglich, was da so weggeht. So. Dann biege mal hier mal ab. Wir können uns ja den Bäcker gerade eh noch nicht leisten. Ja, komm. Egal wie es Wetter wird, damit das Mehl trocken ist, ab hier in den Schuppen. Mehl wird hier nicht angenommen. Das will ich auch nur hier unterstellen, nicht da einlagern. Das soll hier nur abgestellt werden. So. Gut. Traktörchen aus. Den Let Us Looky Looky. Ob der Lena ihre Arbeit gut gemacht hat. Oh ja, das sieht aber auf den ersten Blick gut aus. Ja, also ich sehe keine Stoppel mehr. Das ist alles super gegrubbert. Ich sag ja, wenn man ein bisschen Vorgewende hat, dann kann der Helfer was. Ich erzähle euch doch keinen Quatsch. Mit ein bisschen Vorgewende kann der Helfer was. So. Da ist der Acker fertig und ja, gekalkt ist, das erste Mal gedüngt ist, gegrubbert ist. Wir müssen warten, bis wir Saatzeitraum haben. Das dauert halt jetzt noch ein klein bisschen. Wenn wir da dann tatsächlich wieder Gerste drauf machen, das war dann September, ne? Gerste ist im September gewesen hier auf der Map. Ja, Gerste ist September. Da hat also das Unkraut Zeit, ein bisschen zu sprießen. Warum ist, wenn ich Unkraut untergrubber, das eigentlich kein Gründünger? Ist es dafür zu wenig Material oder kann dort nur so wenig rausgeholt werden? Wer weiß das? Also ernst gemeinte Frage tatsächlich. Wenn ich Unkraut
Untergrubber oder Unterflüge, warum? Oder ist es im Real Life vielleicht sogar so, dass es dort als Gründünger sogar tatsächlich mit angerechnet werden kann und ich dann weniger Dünger brauche und nur im Spiel wird es nicht berücksichtigt? Fragen über Fragen. So. Dann hätte ich aber gesagt, wir machen für heute dann Feierabend. Ich guck mal noch gerade bei der Räucherei vorbei. Aber ja, die ist noch am Räuchern, das dampft noch. Und eine Fische ist schon voll. Okay, also ist das die zweite Ladung schon? Und ja, zumindest zur Hälfte ist es schon durch. Wir können eine Kiste schon mal voll machen. Das ist ja immer so, damit es nicht am Ende wegen Rundungsfehler hier noch ein bisschen Fisch drin bleibt. So kann er zumindest alles durch. So, da machen wir wieder zu. Das kommt hier drauf. Dann könnten wir gerade vielleicht da unten auch nochmal ein bisschen Hackschnitzeln. Damit es auch nicht daran scheitert, dass es heißt, oh, Hackschnitzel war leer. Ah, er hat schon eingefüllt. Bei dem Sack sieht man es nicht so. Bei den anderen, die man kauft, sieht man ja, wie der deutlich kleiner wird. Hier hat man jetzt keinen Unterschied gesehen. Ist hier in der Schubkarre noch Platz? Kann ich dich... Ja. Ist der Rest noch da dazu gepasst? Sehr schön. Dann können wir das nächste Mal wieder mit der Schubkarre füllen. Dann wird wieder in der Schubkarre Platz. Und so kriegen wir nach und nach die Säckchen weg. Und wie gesagt, danach holen wir wieder hier vorne. Hier habe ich ja... Ja, habe ich schon ein Häufchen gemacht. Ja, riecht auch gar nicht so schlimm wie sonst. So, lalalala, was sagt der Hofladen? Och ja, doch, guck mal, so ein paar Sachen sind noch drin. Letzte bisschen Marmelade, aber das kriegt ihr am nächsten Tag wieder. Der geräucherte Fisch, ja, das gibt dann auch jetzt am nächsten Tag. Kartoffeln ist noch gut was drin. Gurken, Tomaten haben wir noch ordentlich, Erdbeeren sind auch noch ordentlich drin. Na gut, der Milch ist ein 100, ne? 138 Liter, das ist nicht mehr ganz so viel. Äpfel 117 Liter, Zwiebeln 216 Liter. Also das wird am nächsten Tag alles leer sein. Erdbeeren, Tomaten, Gurken, Kartoffeln, da müssten wir auch am nächsten Tag noch haben. Butter, Käse, Fisch und Marmelade kommt am nächsten Tag rein. Ah, da ist doch wieder ein bisschen Material da. Dann gibt's immer was im Laden zu kaufen. So. Ja, da ist auch schon wieder fertig, ist schon wieder durch. Dann mache ich gerade wenigstens mal das Säckle hier noch weg. So. Machen wir wieder zu. Die restlichen, die sind ja da ordentlich. Dann sieht das hier ein bisschen geordneter aus. Wenn da nicht noch so ein angebrochenes Säckchen vorne dran liegt. So. Lalalala. So, die zwei können wir mittig draufstellen. So ist das doch schön gestapelt. Sehr nice, dann können wir das am nächsten Tag da abholen.
Das war da, ach, das waren die. Ja, das war für Kaninchenfutter. Ja. I know, I know. Dann lass uns grad noch hier gucken. Wie sieht's denn mit der Eier aus? Wir haben eine Kiste, haben wir schon wieder voll. Die packen wir auch noch weg. So. Die packen wir da drauf. Können wir auch das Gürtchen drum machen, dass da nichts passiert. La 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 la, wollen wir auch noch. Wir machen gerade noch eine Schnellreise zur Hühnerfarm. Dann können wir hier eben auch noch Eierkiste. Ach, hier habe ich ja noch Eierkisten stehen, die hatte ich gar nicht abgeholt. Aber die können wir dann auch am nächsten Tag noch holen. Und hier, die hier ist Eier 44 Stück. Nee, die ist noch nicht voll. Voll ist immer mit 50, ne? Genau. Die könnten wir am nächsten Tag auch noch holen und dann in den Laden. Da war ich bestimmt, ich war hier, glaube ich, als ich die gefüttert habe mit einem Wagen hier oben, wo ich die nicht mittransportieren konnte. Ich glaube, das war der Punkt. Boah, wir könnten uns jetzt den Bäcker leisten. Jetzt wären wir mal über 12.000. Dann könnte der über Nacht schon mal ein bisschen backen. Aber nee, wir holen am nächsten Tag. Es ist 18 Uhr, der Hammer ist gefallen, es ist Feierabend. Gibt jetzt nichts mehr. Es ist Feierabend. Das geht ab in die Hütte. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dahin bleibt mir gesund und ciao, ciao.